Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zum Minecraft Kingdoms Evolved Let's Play. Ja, wir sind das letzte Mal in einer anderen Richtung, haben eine neue Farmwelt aufgemacht, also ja, Farmgebiet. Und jetzt gehen wir nach Game Mode aus. Genau. Da mal ein bisschen farmen. Oh, ein Raccoon. Ein Waschbär, ein Dachs. Und wir brauchen ja, sag schon, ja, Diamanten vor allem. Müssen also hier schon runter. Wir holen noch kurz Wasser. Sehe ich gerade. Können gerade mal ein paar Monster töten. So, ja. Ich bin ein bisschen krank. Ich habe eine Erkältung sozusagen eingefangen. Ich weiß jetzt nicht genau, was es ist, aber ja, ich habe vor allem Kopfschmerzen und ein bisschen Heiterkeit und Schnupfen. Aber es geht genug, um euch hier Folgen zu bringen. Gut, dass du gestorben bist und nicht explodiert. Toll. Ja. Hat wieder eine Menge Kommentare gegeben. Ein Kommentar war, dass ich vielleicht ein bisschen mehr schneiden soll. Das ist gut gemeint. Muss ich leider einfach ein bisschen sagen. Ich mache es sehr ungern und es macht halt Let's Plays ein bisschen, ja, sozusagen eher zum Entertainment, so zum, ja, ein Let's Play ist halt ein Gameplay, ein, ja, ich zeige euch, wie ich spiele und nicht irgendwie ein Film oder so. Und das macht mich ein bisschen, ja, so ein bisschen ablehnen gegen viel Schneiden und so. Ich schneide natürlich Sachen raus, zum Beispiel, ich brauche Holz für die Hütte, also für das Haus, das wir bauen, und muss deshalb ja, ganz viel fällen. Das schneide ich raus, kein Problem. Oder auch Geschippen übers Meer. Es kommt einfach nichts. Schneide ich raus, kein Problem. Aber ich möchte nicht allzu viel schneiden. Und ja, wer es halt ein bisschen langweilig findet, ein paar Sachen, der darf natürlich ohne Probleme kurz ein bisschen überspringen, oder? Ihr seht ja, wie, wann ich wieder etwas anderes mache. Dank dem Vorschaubild, wenn ihr auf die Ding klickt. Auf die Anzeige. Jo. Ich brauche keinen Bogen hier. Den lege ich wieder ins Inventar. Jo. Sonst, ja. Gutes Let's Play und so, also Glück, nette Kommentare. Halt wieder ein bisschen Werbung, aber das nur mal auf YouTube so. Wenn ich so extrem leistungsabhängig wäre, würde ich natürlich auch Werbung machen, aber immer in einem schlechten Gewissen. Ich weiß nicht. Ich bin nie einer, der Werbung macht. Ich mache eigentlich fast nie Werbung auf direkte Weise. Muss es auch nicht. Ich werde dadurch nicht erfolgreich, aber ja. Es liegt eher an anderen Sachen, dass ich nicht so erfolgreich bin. Zum Beispiel immer an der Qualität ein bisschen, an der Stimme, weil ich halt ein Schweizer bin und so weiter. Aber ich hätte niemals gedacht, dass ich fast 3000 Videos mache auf YouTube. Es ist einfach etwas, das mich extrem motiviert. Halt manchmal wieder ein bisschen. Oh, wir sind schon zu tief. Und da ist ein Rubin. So, mal kurz das wegmachen. So, wir sind auf 7. Ich sehe fast nicht, was, wie weit wir unten sind. 8. Noch 1, oder? Wenn wir auf 12 oder auf 11, dann machen wir auf 11, so,
Dann gehen wir weiter. Diese Richtung. Oh, das da bekommt man Tit, das ist sehr zäh ist. Das braucht irgendwie zwei Schläge mehr mit deiner ersten Spitzhacke. Oder eine. Dann gehen wir mal nach in diese Richtung. Quer hier. Sudele. Jetzt denke ich gerade an das Rollenspiel, was wir machen können. Also mit diesen NPCs und so können wir richtige Quests machen, alles Mögliche. Dann lohnt sich natürlich auch das mehr, dann die Map runterzuladen, wenn ich sie dann mal anbiete. Kein Problem, wenn ihr also mal wollt, dann kann ich die Map natürlich preisgeben. Das ist kein Problem. Ich finde hier nicht diese Schlucht. Scheinbar. Nicht hier direkt. Die Spinne ist irgendwie hier oben. Irgendwo hier. Ja. Da. Ja, guten Tag, Spinne. Ich habe sie erwartet. Ein Zombie. Komm, Zombie, zu mir. So, machen wir mal Licht. Da ist ein Ding, was wir brauchen. Also. Wir brauchen dieses Stein mal nicht. Ja, Kalkstein brauchen wir nicht. Capro. Ja, die Rit möchte ich lassen. Weizen. Pfeil brauchen wir nicht. Ja, der Rest brauche ich. Und was ist mit dem Erfahrungs Ding? Bällchen los. So. Da ist nichts mehr. Haben wir ein bisschen Lapislazuli. Brauchen es zwar nicht. Ich hoffentlich ist es nicht geändert worden durch den Add-Futurm Mod. Hier ist Granit. Wir haben kein Wasser. Natürlich. So, ein bisschen Eisen noch abbauen. Ja, jetzt ist es ein bisschen schwer zum Reden. Tut mir leid. Hab diese blöde Krankheit. Ich hoffe, es ist keine Grippe. Das wäre ja schlecht. So. Kohle abbauen. Dann weiter. Ich muss schauen, was das für ein Bug ist. Mit dem Licht. Das sieht nicht so schön aus. Da sind Diamanten. Cool. Die sind sogar ein bisschen andersfarbig durch den Underground-Mod. Hallo, ich wollte dich doch abbauen. Bist du zäh? Lala. Dich will ich mal helfen. Oh. Da gehen zwei Baden. Oh Gott, dieses Geräusch wieder mal. Schrecklich. Jetzt machen meine Ohren nach weh. Hä? Wo ist der hin? Gott. Gott, oh Gott. Wie betreibst du? Oh mein Gott. Ein schwarzes Herz. Für mich. Wie betreibst du? Gott, oh Gott. Oh je. Was soll ich mir jetzt machen? Muss ich die Diamanten aus dem Lava holen? Oh je. Also, Granit möchte ich. Oh. Oh. Wieso lock ich mich jetzt raus? Dann gehe ich wieder rein. Dankeschön fürs Auslocken. Fürs Rausgehen aus dem Singleplayer. So. Gut.
Die Steuerung ist ein bisschen sanft. Komisch. Das ist mir sehr gefährlich, aber ich muss machen. Ich brauche die Diamanten. Wir sind so geizig nach Diamanten jetzt. Das ist nur eine Lava. So. Ja, das ist sicher. Da ist es nicht sicher. Ja, mach mal das Gabbro weg. Oh, komm mal, Tit. Nur zwei. Oh, können wir dir nichts... Das ist etwas, das ich nicht mag. Zu viel Platz, zu viele Sachen im Inventar. Das ist der Bogen. Gut, ja, da geht's nicht weiter. Geht's hier weiter? Nö. Ja, müssen wir wieder zurück. Oder gehen dort links. Aber waren wir, glaube ich, schon. Na gut. Gehen wir dort entlang. Ja, ja. Nicht zu viel abbauen. Damit man nicht abbauen muss. So. Ja, hallo? Ja, pff. Was soll das? Ah, hallo? Grüße? Dich habe ich erwartet nicht. Gott, diese Druckwelle. Die war groß. So, Dele. Noch ein bisschen Lapis Lazuli. Danke schön. Ja, Spinne kommt. So. So. Gut. Dann geht's weiter. Das will ich auch noch haben. Das Granit. Ja. So. Improvisieren. So, und jetzt... kommt noch Diorit. Ah, Fackeln. So. Ja, toll, noch eine Kohle. So. Ah, da ist noch ein Rubin. Gut. Hallo. Ja, Redstone brauchen wir nicht. Dann gehen wir nach oben. Hey, was ist denn los mit... Das nervt so extrem, wenn man damit mal wieder krank ist. Komm nicht mal richtig auf. Jetzt muss ich sogar noch schlucken, weil ich fast keine Luft bekomme. Ah ja. Ist nun mal. Menschen werden nun mal krank. So, hallo? Gebt mir mal da gar nicht, das ist viel zu zäh. So, ich gucke da vorne. Wo denn der Zombie ist? Ich muss es erraten. Das ist da oben. Ja. Ja, hallo, Zombie. Oh. Das wollte ich eigentlich nicht, dass der noch runterfällt, wenn ich ankomme an ihm, am Kopf. So. Wie viele Rubine gibt's hier? Das ist mal krass. Alle Zombies. Ja, ja, ja. Ist okay, ist okay. So, Rubin, danke. Dann noch eine Spinne. Was ist denn los mit den Spinnen? Oh, erwischt. So.
Oh, Bild meines Lebens. Was ist denn hier los, außer dunkel? Der, hallo, waren wir hier unten? Nein, das ist Lava. Gut. Ja, Salz nehme ich nicht mit. Salz können wir selber herstellen. Brauchen wir nicht. Wir haben zu wenig Inventarplatz für Städte, wie schon dann, weil es so viele Steinarten gibt. Ja. Ah, mit Granit irgendwas Cooles bauen, das wäre richtig cool. Cooles, cool bauen. So. Brombeersaft trinken, danke. Und weiter. So viel Eisen hier. Nehmen wir das Eisen mit. Haben wir schon viel? 33, okay. Nicht ganz so viel, wie ich gedacht habe, aber trotzdem viel. So, dann gehen wir ein bisschen hier entlang. Ja, hier ist nix. Hallo? Okay. Ich meine, da nach rechts oben, wo es so viel hat. Ja, da drüben irgendwo. Da hat es zwei Endements, okay. Gehen wir ein bisschen nach oben wieder. Ja, das reicht. Wahrscheinlich ist es wieder eine Schlucht. Gut, dann gehen wir dorthin. Noch ein bisschen. Der Stern gut, ein besser, ein schnellerer Stern. So. Dann noch ein bisschen geradeaus. Jetzt kurz mal hier schauen. Schräg. Gehen wir noch ein bisschen geradeaus und dann nach links. Jo. So. Ja, jetzt hören wir es auch. Links. Ich finde es cool, dass es auch ein bisschen anders Flair hat, immer wieder. Der dunkle jetzt vorher und jetzt hell. Ah, schön. Hallo, wo ist denn die Lava? Jetzt noch zwei. Da. Guten Tag, Herr Lava. Was da los ist, nicht gut. So. Aber hier ist nichts. Also wirklich nur wenig Spielraum. Das glaube ich zu, brauche ich jetzt nicht. Nicht mehr. Wir haben genug. Nehmen wir ein bisschen Kohle mit. Ah ja, stimmt. Die Kohle ist ja aufgebracht. Ah, die fackeln dafür weg. So. Hier sind irgendwo die Zombies. Ja, gehen wir schon hier entlang. Gehe einfach oben durch. Ja, toll, durch dieses dicke Gestein.
Der Enderman ist hier. Oben dran. Hallo? Komisch. Was seid ihr denn? Will auch ein paar Endermen jagen. Ja, vielleicht noch ein bisschen schwer. Das verwirrt mich so, weil es wird immer angezeigt, es sei auf der gleichen Höhe oder so, aber es ist nicht auf der gleichen Höhe. Oh Gott. Ich betreib's mal nicht, bitte, gell? Ja, das, die Väter brauchen wir jetzt nicht. Achtung, Endermänner machen Schaden auf schwer. Sudele. Haben wir mal wieder eine Höhle. Wohl auch Zeit. So eine große Höhle. Der Quarzit ist auch nicht so schön. Ja. Nicht so zäh, aber doch zäh. Der Stein. Jo. Ich finde es toll, dass die unterschiedliche Stärken haben. Ist natürlich auch sehr realistisch. Ah, wie geil ist das in normalen Minecraft? Also wenn ich jetzt wirklich sagen will, es ist wirklich toll, dass die Mods so gut sind, dass die Mods Minecraft so gut machen, weil nach 6 Jahren Minecraft ist Minecraft Vanilla zu langweilig geworden, die Updates zu rar, zu wenig, dass es einfach weiterhin so richtig packen kann. Auf Servern ist es mega cool im Vanilla. Aber im Singleplayer oder als Let's Play ist es zu langweilig. Also ja. Mehr oder weniger. Es ist immer das, was ein Spieler, also ein Let's Player daraus macht, toll. Aber der Minecraft alleine ist einfach langweilig. Und Minecraft ist dazu da, um sich selbst irgendwas Cooles zu machen. Und dadurch, dass ich so viele Mods habe im Let's Play und so, werde ich Ewigkeiten etwas zu zeigen haben. Ob es euch gefällt oder nicht, kann ich jetzt noch nicht so sagen, aber es wäre cool. Also das Trio im Finale. Oi. Danke. Winner is the only one. So. Müsst ihr sagen, nennt mir Kritik, sagt, wenn euch etwas langweilig ist. Wie gesagt, ich schaue, dass ich es umsetzen kann. Aber eben, seid mir nicht böse, wenn ich sage, nein, ich will es nicht machen. Es ist, wie viele Let's Play auch immer wieder sagen, mein Let's Play, mein Eigentum und ihr seid die Zuschauer und ihr seid die Fans und macht was draus. Aber erwartet nicht zu viel. Eben weil es ein Eigentum vom Let's Player ist und nicht von den Fans. So. Aber ich bin ja sehr, sehr anpassungsfähig und ich habe meine Fans gern. Ich mag sie. Jederzeit kann ich mich umändern, wenn ihr irgendwelche Kritik habt. Dann nur zu. So. Bisschen Gold noch.
Ja, und wie kommen wir jetzt wieder hoch? Ich bin zu vorsichtig gerade. Ich will nichts verlieren. Ich will nicht in die Lava baden gehen oder von einem Monster überrascht werden, wenn ich so weit weg bin. Aber ja, der Part ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger. Ich muss mal ein bisschen schneiden wieder, also einen neuen Part anmachen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part heute Abend. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.